Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute bemalen wir den kleinen Remy fertig, den wir das letzte Mal modelliert haben. Diesmal aber auf Deutsch. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Alle Materialien sind wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, fackeln wir nicht lange und gehen los. Schauen wir uns den kleinen Kerl doch nochmal an. Das letzte Video ist tatsächlich sehr lange her wieder, über einen Monat. Und das ist der Stand, wie wir aufgehört haben, frisch gebacken aus dem Ofen. Die Augen packen wir nochmal raus, weil die können tatsächlich später nochmal dreckig werden, wenn wir das Ganze grundieren. Und zum Grundieren brauchen wir die Airbrush. Ich benutze hier eine Rich Airbrush, die AB200. Die findet ihr, wie gesagt, unten als Link in der Beschreibung. Und dazu gibt es einen Kompressor, der hier tatsächlich etwas groß ausfällt. Aber ich kann ihn sehr empfehlen, ist extrem erschwinglich, das ganze Zeug. Und für die Rich bekommt ihr Einzelteile. Legen wir also los und packen uns die Farben zusammen. Ich habe jetzt hier mit keiner richtigen Grundierung grundiert, sondern einfach nur mit Titanweiß. Habe das aufgetragen, habe da ein bisschen gefummelt, weil die Fellstruktur wirklich extrem undurchsichtig ist. Man muss wirklich gucken, dass man von allen Seiten die Farbe regelmäßig aufträgt. Und man muss auch mal Pausen machen, um das Auge wieder ein bisschen dran zu gewöhnen. Also sich sehr viel Zeit dafür lassen. Aber wenn das Weiß aufgetragen ist, kommen die anderen Farben umso mehr zur Geltung. Zuerst bin ich die Strategie gefahren, die freien Stellen, wo man die Unterhaut von Remy sieht, mit dieser Flash-Color der Super Sculpey-Modelliermasse einfach stehen zu lassen, also sie sprich nicht zu bemalen, um das zu nutzen. Deswegen habe ich hier mit Isopropylalkohol und Schleifpapier diese Stellen wieder frei gemacht. Später habe ich dann aber gemerkt, dass diese Farbe nicht ganz dem Original entspricht und habe dann nochmal mit Acrylfarbe nachgebessert. Also wundert euch nicht, wenn ich später noch mit Acrylfarbe diese Stellen bemale. Oh, jetzt habe ich fast die Farbe verpasst. Jetzt geht's schon los mit Blau. Ja, Blau. Normalerweise sind Ratten ja grau in unserem Kopf, aber bei Pixar hat man sich wohl gedacht, die Farbe Blau steht dem Ganzen besser. Hier seht ihr nochmal kurz das Referenzbild, was ich benutzt habe. Zuerst habe ich mit Phthalo Blue und dem Titanweiß mir eine Farbe gemixt, die auf dem Weiß sehr gut zur Geltung kommt. Ein bisschen dunkler das Ganze. Danach bin ich mit einem helleren Ton vom gleichen Blau rangegangen und habe die helleren Stellen bemalt. Und so habe ich mich weiter vorgetastet. Für dunkel habe ich dunkler gemischt und für heller dann heller. Ist ja klar irgendwie. Habe mir aber diese Grundfarbe immer vorgemixt. Weiß nicht, ob man das so macht. Ich habe das in dem Fall irgendwie für mich persönlich als sinnvoll empfunden. Ihr merkt vielleicht, beim Bemalen bin ich nicht ganz der Profi und kann da jetzt nicht so viele Tipps geben. Ihr könnt mir im Prinzip einfach nur zuschauen und mir vielleicht auch Tipps geben. Also wenn ihr was habt, einfach runter damit in die Kommentare. Nach dem Blaugrund und so einem leichten Shading gehen wir jetzt also schon in eine Detailreiche. Der Mund wurde von innen schwarz bemalt. Die Augäpfel kommen jetzt zum ersten Anstrich. Ich habe mehrere Anstriche beim Weiß gebraucht. Und auch die Füße, wie man jetzt sieht, kriegen jetzt nochmal eine Grundierung, weil ich ab da die Strategie gewechselt habe und gesagt habe, okay, ich male später mit einer Acrylfarbe nochmal drauf. So wie hier. Die Flash Color habe ich mir mit drei verschiedenen Farben angemischt, nämlich mit Blau, mit Gelb und mit Rot. Hab mir da sowas zusammengemischt, war extrem schwierig. Also ich muss ganz ehrlich mal mein Lob und meine Bewunderung an jeden kleinen Fantasy-YouTuber raushauen. Ich fand diese Bemalung extrem schwierig, weil das Original so präzise ist in meinen Augen. Fand ich es extrem schwer und habe mir sehr viel Zeit dafür gelassen. Also Hut ab an alle, die das hobbymäßig machen. Das darf man wirklich in meinen Augen nicht unterschätzen. Bei den Details hatte ich wieder extremst viel Spaß. Es hat mir so viel gegeben, einfach mal wieder mich fallen zu lassen in die Figur, mich in diese Charaktere einzuarbeiten. Im Hintergrund lief die ganze Zeit der Film Ratatouille und ich habe mich einfach mal wieder wie so ein Kind gefühlt mit dem Pinsel in der Hand und habe mal wieder richtig mit Farbe rumschmieren können. Fand ich war eine sehr geile Erfahrung, hat mir sehr viel gegeben. Ich war sehr entspannt wieder, das hatte ich lange nicht. Was ich immer wieder merke, die Augen machen am Ende alles. Ja? Die Figur sieht einfach um dreimal sympathischer aus, wenn da noch Augen mit dazukommen. Um das Ganze jetzt noch abzurunden, finde ich, braucht die Figur noch irgendwie eine Zuordnung. Und deswegen habe ich mir noch ein Logo ausgedruckt von dem Original-Pixar-Film Ratatouille.
und habe das Ganze jetzt noch ausgeschnitten. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich bin sehr zufrieden. Natürlich nicht perfekt, aber darum ging es ja gar nicht. Es war eine geile Erfahrung. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr merkt ja gerade, das Video war komplett auf Deutsch. Es werden diesem Video Untertitel hinzugefügt. Warum das Ganze so ist und wie die Zukunft aussehen wird, das seht ihr in dem nächsten Video. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, einmal auf den Abonnieren-Button klicken. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Und bis zum nächsten Video.